Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 27. Mai, 8:32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, was haben wir hier? Wir haben einmal die 15.400 als Big Number und 15.500. Wir gehen jetzt erstmal hier unten ran an die 15.400er Marke. Die sieht erstmal danach aus, dass wir das ansteuern, weil wir hier unterhalb des Daily Pivots sind. Bleiben wir wieder in diesem Chart und gucken uns einmal die Boxen gestern an. 26er hier zum späten Abend, hier eine 10er sauber in den Gewinn gelaufen, 24er in den Gewinn gelaufen. Das waren die Blue Boxen von gestern, die Vola Boxen. Wie sieht es dort aus? Einmal hier reingelaufen, da raus, hier rein, ups, Autoscroll machen. Hier rein, da raus, hier oben rein, da unten rausgelaufen. Also gute Vola-Boxen. Hier gestern die Hedge-Auflösung straight getätigt. Wo kommen die Boxen heute Morgen rein? Die Vola-Box wird um die 15.437 reinkommen. 15.437. Zack. Linie rein, 15.437. Da wird sie sein. Der Forecast für alle, die dann keine Vola-Boxen haben, können sich das jetzt schon mal einzeichnen. Da wird sie circa reinkommen. Und da liegt jetzt unsere Big Number. Und jetzt gehen wir einmal in den größeren Zeitebenen und fangen jetzt ganz oben heute an mit dem DAX. Neues Chartfenster, Vorlage, Tagesstrategie Pro. Nehmen wir mal heute als Basis. Daily sehen eine rote Sonne und eine kleine rote Kerze hier. Also nicht spektakulär. Ja, aber wir sehen hier also alles relativ zäh. Wenn wir Zickzack-Linie nehmen, sind wir Tagesbasis Long, 4 Stunden Long, Stunde sind wir Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Short. Also auch ab den Stundenchart ist alles jetzt erstmal Richtung Süden. Auf den größeren Zeitebenen sind wir Long. Nächster Markt ist Gold. Gold Tagesbasis Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Long. Also da ist mehr Longs als Short. Gehen wir in Öl rein. Long, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Minuten Short, 15 Minuten Short und 5 Minuten auch Short. Also in den unteren Zeitebenen mehr Short. Auf Daily Basis hier Nasdaq Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short in Technologiebörse. Nächster Markt ist S&P. Tagesbasis Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short und wir sehen hier auch schön im S&P hier die Unterstützungszone bei 4.186, 15 Minuten Short und 5 Minuten auch Short. Jetzt gehen wir weiter nach unten und gehen dann in Bitcoin rein. Wo ist Bitcoin? 38.000, wir sind auf Daily Basis Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Minuten Short, 15 Minuten Short, 5 Minuten Long. Also da ganz klar Gewichtung eher Short auf Daily Basis. Ethereum liegt bei 2734, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short,
5 Minuten Long, also auch da eher unentschieden. So, das ist der kleine Einblick, Überblick. Und jetzt warten wir, dass der Kurs in die Falle reinläuft. Was macht MTX? Unsere 5-Minuten-Strategie, da haben wir einen Long Trade, haben einen Anker platziert und jetzt warten wir auf ein Gegensignal. Wir sehen jetzt erstmal 15,436. Gehen wir mal rüber in die Kinjunsen-Strategie. Da gab es heute Morgen um 8 Uhr direkt ein Short-Signal. Wer es getradet hat, liegt dann schon vorne mit 15 Punkte. Was macht die Vola heute Morgen? Vom Eröffnungskurs, vom Hoch zum Tief, 21 Punkte, alles gut. Also, ich denke mir, da steht uns nichts im Wege. Und jetzt heißt es abwarten, bis der Kurs es 9 Uhr ist für die Vola-Boxen oder der Trade geht hier in Richtung Big Number. Countdown läuft jetzt. Vola-Box. Und los geht's. 9 Uhr. Vola-Box wird aktiviert. Wir haben rechts Big Number. Ist jetzt schon im Markt. Big Number ist im Markt. Wir sind long auf dem rechten Bildrand. Und wenn es weiter runter geht, wird der zweite Anlauf jetzt Short auf angepasst. Und wir gehen in Richtung 50. Relativ zügig die Markteröffnung. Uhr. Wir sind im zweiten Trade. So, das ging zu schnell hier bei mir. Ich hätte den auch mal auf angepasst drücken müssen. So, das heißt, wir sind raus. Und wir treten nochmal die zweite Runde mit der Big Number. Verabschiede mich aber jetzt bei den YouTubern. Das war der Eröffnungstrade. Wir zeigen den mit unserem Indikator nochmal. Ich hole den mal eben rein. Dann können wir das sehen. GBE Order History. Zack, bumm. Und dann haben wir ihn da drinne und sehen. Erster Trade, zweiter Trade und jetzt sind wir gleich wieder im Markt drinne. Also, dann wünsche ich euch gute Trades noch. Wir machen im Live-Training-Raum weiter und bis morgen.